Sound Tales Productions. Unterhaltung für die Ohren. Amnesie. Amnesie oder Mein Weg zurück ins Leben von Andrea Schlur. Gelesen von Maximilian Weigel. Mein Name ist Tom Steiner. Ich bin 24 Jahre alt und bis zum 11.8. letzten Jahres führte ich ein normales Leben. Zumindest nach dem zu urteilen, was andere mir erzählt haben. Ich selbst erinnere mich nämlich nur wenig bis gar nicht an alles, was vor diesem Datum passiert ist. Denn dieser Tag im August hat mein Leben verändert. Das Letzte, woran ich mich erinnerte, war, dass ich morgens mit dem Auto auf dem Weg zur Arbeit war. Ich musste wohl irgendwie einen Unfall gebaut haben, denn das Nächste, das ich wieder bewusst wahrnahm und an das ich mich erinnern kann, ist, dass ich in einem weiß gestrichenen Raum aufwachte, in einem Bett lag und mich völlig verwirrt fragte, wo ich mich befand und wie ich dorthin gekommen war. Es fühlte sich ein wenig so an, wie wenn man aus einem Traum aufwacht und sich für einen Moment nicht sicher ist, ob es nun wirklich ein Traum oder doch eine verblasste Erinnerung ist. Plötzlich öffnete sich die Tür. Ein Mann im weißen Kittel, offenbar ein Arzt, kam herein. Als er sah, dass ich wach war, nickte er mir zu, nahm sich einen Stuhl und setzte sich zu mir ans Bett. »Herr Steiner«, begann er. Es klang so, als hätte er mir etwas Wichtiges mitzuteilen. Zuerst glaubte ich, er müsse mich verwechseln, denn mit dem Namen Steiner konnte ich nichts anfangen. »Herr Steiner, Sie hatten einen schweren Autounfall, bei dem Sie sich ein Schädelhirntrauma zugezogen haben.« »Autounfall? Schädelhirntrauma? Wie? Was? Wann?« »Beruhigen Sie sich bitte. Aufregung ist im Moment nicht sonderlich gut für Sie. Nennen Sie mir doch bitte einmal Ihren Vor- und Nachnamen, Ihr Geburtsdatum und wo Sie geboren wurden.« »Was? Ich weiß nicht.« »Es sieht so aus, als ob durch das Schädel-Hirntrauma eine Amnesie bei Ihnen ausgelöst wurde und Sie sich deshalb an vieles nicht mehr erinnern können. Auch nicht daran, wer Sie sind.« »Amnesie? Das heißt, Sie können sich nicht erinnern, weil Ihr Gehirn diese Zeitspanne sozusagen ausgeblendet hat.« Und wie lange hält sowas an?« »Das kann man nicht genau sagen. Es kann sein, dass es sich bald gibt. Es kann aber auch sein, dass es länger dauert. In ganz seltenen Fällen kommt es vor, dass sich die Patienten gar nicht mehr erinnern.« »Was?« »Warten wir erst einmal ein paar Tage ab. Normalerweise kommt die Erinnerung bald zurück. Wenn es sich danach doch nicht gebessert hat, können wir immer noch überlegen, was zu tun ist.« »Das sind ja tolle Aussichten.« »So, und nun ruhen Sie sich erst einmal aus. Wenn Sie etwas brauchen, klingeln Sie einfach. Es kommt dann eine Schwester und hilft Ihnen.« »Okay, danke.« Der hatte gut reden, dachte ich mir. Denn im Moment fühlte es sich nicht danach an, als würde meine Erinnerung einfach so zurückkommen. Ich sollte Recht behalten. Es wurde nicht besser. Nicht nach ein paar Tagen, nicht nach ein paar Wochen und auch nicht nach Monaten. Dr. Schmitz sagte mir, dass, wenn sich nach so langer Zeit und trotz psychologischer Behandlung nichts gebessert hätte, meine Erinnerung wohl nicht mehr zurückkommen würde. Meine Eltern waren heilfroh, dass ich körperlich keine Schäden zurückbehalten würde,
wussten gleichzeitig aber auch nicht recht, wie sie mit der Tatsache umgehen sollten, dass sie, meine Geschwister und mein früheres Leben mir völlig fremd waren. Für sie war ich ihr Kind, das sie liebten und um das sie sich Sorgen machten. Doch für mich war es, als hätten wir uns gerade erst kennengelernt. Ich erinnere mich, wie mich Lea das erste Mal im Krankenhaus besuchte. Sie stand plötzlich in der Tür, eine junge Frau mit langen braunen Haaren, die mich besorgt anschaute. Ich kannte sie nicht, und doch war mir irgendwie klar, dass sie mich kannte. Ihr Gesichtsausdruck sprach Bände. Sie sagte, sie sei Lea, meine Freundin. Sie sei von einer Krankenschwester vorgewarnt worden, dass ich sie eventuell nicht erkennen würde. Doch richtig geschockt war sie, als sie erfuhr, dass für mich mein altes Leben praktisch nicht mehr existierte, weil ich mich nicht erinnern konnte. Tom, das kann doch nicht sein. An irgendwas musst du dich doch erinnern können. Tut mir leid, aber da ist nichts. Ich hab's schon versucht, da ist alles irgendwie leer. Wie ein großes schwarzes Loch, das meine Erinnerungen verschluckt hat. Es war ein komisches Gefühl, dass diese Frau, die mir völlig fremd war, sich Sorgen um mich machte. Andererseits war es für sie bestimmt auch nicht leicht zu akzeptieren, dass ich sie nicht erkannte und mich nicht an sie erinnern konnte. Ich spürte ihre Verzweiflung und Enttäuschung, obwohl sie versuchte, sie sich nicht anmerken zu lassen. Und dann begann sie, mir von meinem Leben vor dem Unfall zu erzählen. Wie ich hieß, wie alt ich war und wann und wo ich geboren wurde, wusste ich mittlerweile von meinen Eltern und dem Arzt. Aber alles andere war durch die Amnesie wie aus meinem Gehirn gelöscht. Lea erzählte mir, wie wir uns vor 4 Jahren kennengelernt hatten. Von meiner Familie, meinen Freunden, meiner Arbeit als Angestellter in einer Bank, dass ich in meiner Freizeit gern Fußball spielte und von allem, was sie sonst noch von mir wusste. Doch mir sagte das alles nichts. Es kam mir vor, als würde sie mir von einem Fremden erzählen. Eine ihrer Erzählungen beunruhigte und verunsicherte mich jedoch zutiefst. Es ging um Rico, einen alten Kumpel von mir, der mit Drogen zu tun bekommen hatte und mich beinahe in seine kriminellen Machenschaften mit hineingezogen hätte. Ich hätte später vor Gericht gegen ihn ausgesagt und er sei daraufhin zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Er hätte mich damals als Verräter beschimpft und geschworen, sich an mir zu rächen. Mir machte es sehr zu schaffen, dass ich mich nicht daran erinnern konnte, ob ich nicht vielleicht auch in etwas Kriminelles verwickelt gewesen war. Ich sprach mit Lea darüber. Sie versuchte, mich zu beruhigen und meinte, dass ich mir nicht so viele Sorgen machen solle. Doch auf einmal sah sie mich erschreckt an. Irgendetwas schien sie zu beunruhigen. Vielleicht, begann sie und griff nach meiner Hand, vielleicht hat Rico was mit deinem Unfall zu tun. Konnte das wirklich sein? Würde er so weit gehen? Angeblich waren wir doch Freunde gewesen. Andererseits war es mit unserer Freundschaft vielleicht doch nicht so weit her, wenn ich an die Sache mit dem Gerichtsverfahren dachte. Glaubst du wirklich, dass er dahinter stecken könnte? Du hast doch gesagt, er sitzt noch im Gefängnis, oder? Ja, aber er hat doch bestimmt Handlanger, die für ihn die Drecksarbeit erledigen. So einer macht sich doch nicht selbst die Finger schmutzig. Vielleicht hat einfach jemand in seinem Auftrag gehandelt. Könntest du recht haben. Verfluchte Amnesie, ich kann mich einfach nicht erinnern. Kannst du mir irgendetwas über den Unfall erzählen? Vielleicht hilft mir das, mich doch noch zu erinnern. Deine Mutter rief mich an und sagte mir, dass du einen schweren Autounfall gehabt hättest. Ich bin dann sofort zu dir ins Krankenhaus gefahren. Ansonsten weiß ich leider auch nur, was dir die Polizisten schon gesagt haben, als sie dich zum Unfallhergang befragt haben. Aber vielleicht hilft es dir ja, wenn wir mal zur Unfallstelle fahren. Ja, das ist eine gute Idee. So fuhren wir ein paar Tage, nachdem ich aus dem Krankenhaus entlassen worden war, zu der Stelle, wo der Unfall passiert war. Zuerst kam es mir vor wie eine ganz normale Straße, und ich konnte mich nicht erinnern, schon einmal hier gewesen zu sein.
Doch dann war auf einmal alles wieder da. Vor meinem geistigen Auge sah ich mich die Straße entlang fahren, als plötzlich im Halbdunkel vor mir eine Gestalt auf der Straße auftauchte. Ich versuchte, ihr auszuweichen, doch das Auto brach seitlich aus und landete vor einem Baum. Von der Gestalt war nichts mehr zu sehen. Erschrocken und verwirrt sah ich Lea an. Schatz, was ist los? Du bist ja ganz blass geworden. Die Erinnerung an den Unfall. Es ist alles wieder da. Was? Wirklich? Was hat die Polizei nochmal gesagt, wie der Unfall passiert sein soll? Sekundenschlaf? Ja, genau. Sie vermuten, dass du kurzzeitig am Steuer eingenickt, dann von der Straße abgekommen und gegen den Baum geprallt bist. Seltsam. Ich erzählte Lea, wie sich der Unfall meiner Erinnerung nach abgespielt hatte. Siehst du, ich habe doch gewusst, dass er dahinter steckt. Ja, es scheint zumindest so. Aber warum? Wegen einer Aussage vor Gericht versucht man doch nicht, jemanden umzubringen. Naja, er hatte ja damit gedroht, sich zu rächen. Aber vielleicht steckt da auch noch etwas anderes dahinter und du weißt es nicht, weil du dich nicht erinnern kannst. Frag doch mal deine Freunde und deine Familie. Vielleicht wissen die was oder haben zumindest eine Vermutung. Ja, vielleicht hast du recht. Irgendwie lässt mir das alles keine Ruhe. Ich muss wissen, was damals passiert ist. Ich beschloss, erst einmal meine Eltern zu fragen, ob sie irgendetwas wussten. Ich erzählte ihnen jedoch nichts von der Vermutung, dass Rico etwas mit dem Unfall zu tun haben könnte. Vielleicht hatte ich mir ja auch nur irgendwas zusammengereimt und es war am Ende gar nichts dran. Dann würden sie sich unnötig sorgen. Als ich sie nach Rico fragte, erfuhr ich, was ich schon von Lea wusste. Dass er, bevor er mit Drogen in Kontakt gekommen war und später auch damit gedealt hatte, ein guter Kumpel von mir gewesen war und ich damals versucht hätte, ihm zu helfen, wieder davon wegzukommen und dabei fast selbst abgerutscht wäre. Ich hätte jedoch gerade noch den Absprung geschafft und dann später im Prozess gegen ihn ausgesagt. Als ich nach Hause kam und Lea erzählte, dass ich nichts Neues erfahren hätte, schaute sie mich an und meinte: Ist eigentlich logisch, dass sie nichts wissen. Oder hast du deinen Eltern früher immer alles erzählt? Stell dir mal vor, du wärst wirklich in irgendwelche krummen Geschäfte verwickelt gewesen. Deine Eltern wären doch aus allen Wolken gefallen, wenn sie davon erfahren hätten, oder? Ich musste mich wohl mit dem Gedanken anfreunden, dass es Dinge in meinem Leben gab, von denen außer mir niemand etwas wusste. Stimmt. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Du hast recht. Am nächsten Tag kamen Tobi und Basti, zwei meiner alten Freunde, zu Besuch. Sie hatten gehört, dass ich aus dem Krankenhaus entlassen worden war und wollten sehen, wie es mir ging. Lea hatte mir erzählt, dass die Ärzte außer ihr, meiner Familie und der Polizei niemanden zu mir gelassen hätte, da sie meinten, dass ich mit zu vielen fremden Personen auf einmal überfordert gewesen wäre. Mir war es richtig unangenehm, dass ich sie nicht erkannte, denn sie behandelten mich, als wäre nie etwas passiert und nahmen es wie selbstverständlich, dass sie sich erst einmal vorstellen mussten. Nachdem wir eine Weile über alles Mögliche geredet hatten, fragte Basti plötzlich: Wie soll es jetzt eigentlich weitergehen? Ich denke mir, wenn man sich an nichts erinnern kann, ist es nicht einfach, in ein normales Leben zurückzufinden, oder? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es selber noch nicht. Ich bin jetzt erst einmal noch 2 Wochen krankgeschrieben und ja, da muss ich schauen, wie es weitergeht. Ich möchte aber so schnell wie möglich wieder ein geregeltes Leben führen. Allerdings gibt es da noch eine Sache, die ich vorher klären muss. Ich erzählte den beiden von Ricos Drohung und Leas Vermutung, dass er oder einer seiner Handlanger etwas mit meinem Unfall zu tun haben könnte. Als ich geendet hatte, herrschte für einen Moment Stille. Also, wenn das wahr ist, begann Tobi. Und Basti beendete den Satz. Dann ist das ganz schön krass. Nach einem Moment fügte er noch hinzu: Du musst damit auf jeden Fall zur Polizei gehen. Ich weiß nicht. Das sind doch alles nur Vermutungen. Ich habe ja keine Beweise dafür.
Dann musst du eben versuchen herauszufinden, was passiert ist. Plötzlich mischte sich Tobi ein und meinte, ich weiß nicht, ob es was damit zu tun hat, aber ich erinnere mich, dass es mal einen handfesten Krach zwischen dir und Rico gab. Rico meinte, wenn du ein echter Freund wärst, würdest du ihn jetzt nicht hängen lassen. Aber du hast nur gemeint, dass du nichts mehr mit ihm zu tun haben willst und er verschwinden soll. Rico ist daraufhin total ausgerastet und auf dich losgegangen. Ich konnte ihn gerade noch zurückhalten, sonst hätte er dich übelst verprügelt. Irgendwas muss damals passiert sein. Eigentlich wart ihr doch die besten Freunde. Komisch ist das schon. Ich habe aber keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Nachdem die beiden gegangen waren, zerbrach ich mir noch stundenlang den Kopf, was damals wohl vorgefallen sein könnte. Schließlich hatte Lea eine Idee. Tom, wir könnten doch mal in deiner Wohnung schauen, ob wir dort vielleicht einen Hinweis finden. Dass ich nicht selbst darauf gekommen war. Lea hatte mich nämlich, nachdem ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde, erstmal mit zu sich genommen, da ich allein in meiner Bude wohl hoffnungslos überfordert gewesen wäre. Als wir in meiner Wohnung ankamen, hatte ich das Gefühl, als wären wir irgendwo eingebrochen. Alles wirkte völlig fremd auf mich. Wir begannen, nach irgendetwas zu suchen, das uns Aufschluss über meine Vergangenheit geben könnte. Zuerst fanden wir nichts Brauchbares. Als ich aber eine Schublade meines Schreibtisches aufzog, lag darin ein Brief. »Für Lea«, stand in meiner Handschrift darauf geschrieben. Ich nahm den Brief heraus, öffnete ihn und las. Liebe Lea, eigentlich sollte es nie jemand erfahren. Da sich durch Ricos Verhaftung und durch den Prozess nun aber alles verändert hat und es sein könnte, dass mir etwas zustößt, möchte ich, dass du die Wahrheit kennst. Ich bin an der ganzen Sache keineswegs so unbeteiligt, wie es den Anschein hat. Ich habe von Ricos kriminellen Machenschaften gewusst und hätte eigentlich sofort zur Polizei gehen sollen. Doch ich habe es irgendwie nicht übers Herz gebracht. Immerhin, Rico ist mein bester Kumpel. Stattdessen habe ich geschwiegen und versucht, ihn von diesem Dreckszeug wegzubekommen. Dabei bin ich nach und nach immer mehr in die ganze Sache hineingezogen worden. Das ging am Ende so weit, dass er mir alles anvertraute und mich somit zum Mitwisser all seiner Deals machte. Dann allerdings ist etwas fürchterlich schiefgelaufen. Der Typ, dem Rico Koks verkaufen sollte, wollte den vereinbarten Preis nicht zahlen. Sie stritten sich eine ganze Weile, bis Rico die Geduld verlor, eine Waffe zog und ihn einfach erschoss. Ich war total geschockt und schrie ihn an, ob er denn verrückt geworden sei. Doch er meinte nur, ich solle mich nicht so aufregen und dass der Kerl es nicht anders verdient hätte. Danach nahm er dem Typ das Geld ab, gab es mir und meinte, ich solle es sicher aufbewahren. Dann trennten sich unsere Wege. Ein paar Tage später, ich war immer noch völlig fertig wegen des Vorfalls, traf ich mich mit Rico, um ihm zu sagen, dass mir das alles zu heftig wäre und ich aussteigen wollte. Doch er meinte nur, das hätte ich mir vorher überlegen sollen und dass ich schon viel zu tief mit drin hängen würde, um noch auszusteigen. Ich war total verzweifelt und zerbrach mir tagelang den Kopf, wie ich aus dieser Sache wieder rauskommen könnte. Mir fiel jedoch nichts anderes ein, als Rico bei der Polizei anzuzeigen. Du kannst dir sicherlich vorstellen, dass ich mich dabei ziemlich mies gefühlt habe, ganz gleich, was er getan hatte. Aber was sollte ich tun? Ich machte also meine Aussage. Die Geschichte mit dem Geld allerdings habe ich verschwiegen. Ich war wohl zu besorgt, dass ich auch im Gefängnis landen könnte. 2 Tage später wurde Rico festgenommen. Tja, und den Rest kennst du ja. Für mich ist die ganze Sache nur so glimpflich ausgegangen, weil Rico mich vor Gericht nicht belasten konnte. Sonst hätte er ja keine Chance mehr gehabt, irgendwann selbst noch an das Geld zu kommen. Da ich aber der Einzige bin, der weiß, wo es ist, und ich denke, dass er es wieder haben will, könnte es sein, dass er jemanden auf mich angesetzt hat. Deshalb ist es besser, wenn wir uns erstmal nicht mehr sehen, damit du nicht auch noch in diese Sache mit hineingezogen wirst.
Es ist so schon alles schlimm genug und wenn dir etwas passieren würde, dann könnte ich mir das nie verzeihen. So, nun kennst du die ganze Geschichte. Es tut mir leid, dass ich sie dir nicht schon früher erzählt habe. Ich kann mir vorstellen, wie du dich fühlst. Du bist schockiert darüber, was ich getan habe und sicher wahnsinnig enttäuscht von mir. Wenn du jetzt nichts mehr mit mir zu tun haben willst, verstehe ich das. Ich hoffe aber, du kannst mir verzeihen. Ich liebe dich. Dein Tom. Ich ließ den Brief sinken, faltete ihn zusammen und legte ihn weg. Mir wurde schwindelig und meine Gedanken überschlugen sich. Das konnte, nein, das durfte nicht wahr sein. Lea, die mir über die Schultern geschaut und mitgelesen hatte, starrte mich fassungslos an. Das ist nicht wahr, Tom. Bitte sag mir, dass das nicht wahr ist. Ich fürchte doch, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Mir kommt es vor, als hätte nicht ich, sondern irgendjemand anders diesen Brief geschrieben. Das hört sich für mich alles total unwirklich an. Das ist so heftig. Ich habe gedacht, ich kenne dich. Ich hätte nie geglaubt, dass du bei sowas mitmachst. Lea sah mich an. Sie hatte Tränen in den Augen. Schatz, es tut mir so leid. Anscheinend habe ich es nicht geschafft, Rico im Stich zu lassen. Ja, ich weiß. Passiert ist eben passiert. Lass uns einfach nicht mehr drüber reden, okay? Okay, erwiderte ich und schaute sie verunsichert an. Ich war froh, dass sie so reagierte, obwohl ich ihr ansah, wie sehr sie mein Verhalten verletzt hatte. Plötzlich traf mich die Erkenntnis wie ein Schlag und mir wurde schlecht. Vielleicht ist das auch nur die Spitze des Eisbergs und ich stecke noch in ganz anderen Geschichten mit drin und weiß nichts davon. Warum hast du denn nie etwas gesagt? Zusammen hätten wir bestimmt eine Lösung gefunden. Wo hast du denn das Geld versteckt? Ich denke, ich wollte dich einfach aus der ganzen Sache raushalten. Wenn wirklich jemand hinter mir her ist, um an das Geld zu kommen, dann wird er nicht eher aufgeben, bis er es hat. Vielleicht war der Unfall nur so etwas wie eine erste Warnung. Das Problem ist nur, dass ich nicht weiß, wo das Geld ist. Daran kann ich mich genauso wenig erinnern wie an den ganzen Rest. Eine Warnung? Du hättest dabei draufgehen können, Tom. Du rufst jetzt sofort die Polizei an. Wenn du denen die ganze Geschichte erzählst, müssen die irgendwas tun, um dich zu schützen. Stell dir vor, er versucht so etwas nochmal. Mir wird ganz anders, wenn ich daran denke. Ja, eigentlich hast du recht. Aber ich kann nicht einfach die Polizei anrufen und denen alles erzählen. Schließlich habe ich damals vor Gericht die Sache mit dem Coke-Deal verschwiegen und das Geld unterschlagen. Damit habe ich mich strafbar gemacht. Wer weiß, was das für Konsequenzen hat. Aber wenn du es nicht tust, riskierst du, dass dir irgendetwas Schlimmes passiert. Bitte, ruf die Polizei an. So schlimm wird das schon nicht werden. Okay. Gut, ich mach's. Ich hab den Mist gebaut, also muss ich auch dazu stehen. Es folgte eine Reihe endlos langer Telefonate, bis ich endlich mit dem zuständigen Kommissar sprechen konnte. Nachdem ich ihm alles erzählt hatte, sagte er mir, dass ich von rechtlicher Seite keine Konsequenzen zu erwarten hätte, da ich durch mein nachträgliches Geständnis gerade noch mal mit einem blauen Auge davongekommen wäre. Ich fragte ihn, wann Rico denn wieder auf freien Fuß käme. Er sah kurz in seinem Computer nach und teilte mir mit, dass Ricos Entlassung kurz bevorstand. Als ich ihm klarzumachen versuchte, dass er sich nach meiner Entlassung an mir rächen könnte, meinte er nur: Ach, Herr Steiner, machen Sie sich erstmal keine Sorgen. Das sind meist nur leere, durch Wut hervorgerufene Drohungen. Und wenn nicht? Fragte ich skeptisch. Dann können wir Sie immer noch unter Polizeischutz stellen. Aber sagen Sie mal, wissen Sie wirklich nicht, wo das Geld ist? Nein, leider.
Ich kann mich wegen meiner Amnesie einfach nicht daran erinnern. Schade. Da kann man wohl nichts machen. Melden Sie sich bitte, falls Ihnen doch noch etwas einfällt. Ja, ist gut. Mach ich. Als ich Lea die Ergebnisse meiner Erkundigung mitteilte, war sie froh, dass das Ganze keine weiteren Auswirkungen auf mich haben würde. Als ich ihr aber sagte, dass die Polizei erstmal nichts unternehmen würde, wurde sie richtig wütend. Was denkt er sich eigentlich? Was muss denn passieren, damit er was unternimmt? Musst du erst nochmal verunglücken oder Schlimmeres, damit er sieht, dass es keine leere Drohung war? Das kann doch echt nicht wahr sein. Bitte beruhig dich, Schatz. Vielleicht hat er ja recht. Lass uns doch erstmal abwarten. Vielleicht passiert ja auch nichts mehr. Und was, wenn er sich irrt? Ich hab einfach Angst, Tom. Ich hatte zwar auch kein gutes Gefühl bei der Sache, aber das sagte ich ihr nicht, sonst würde sie sich nur noch mehr Sorgen machen. Es passierte aber tatsächlich nichts und ich konnte mich endlich darum kümmern, mein Leben wieder in geordnete Bahnen zu lenken. Bald merkte ich, dass das leichter gesagt als getan war. Nach einem langen Gespräch mit meinem Chef war klar, dass ich in meinem alten Beruf nicht mehr arbeiten konnte, da ich alles wieder neu lernen müsste und die Bank sich eine neue Ausbildung nicht leisten könne. Na super, dachte ich mir. Mein Weg zurück ins Leben fing ja gut an. Fehlte noch, dass ich mir ohne Job die Wohnung nicht mehr leisten könnte. Ohne zu zögern, machte ich einen Termin in der Agentur für Arbeit. Doch auch der brachte mich nicht weiter. Dort sagte man mir, dass ich zwar eine abgeschlossene Ausbildung zum Bankangestellten hätte, aber aufgrund meiner Amnesie ja praktisch gar nichts mehr von dem wüsste, was ich einmal gelernt hätte und in diesem Beruf deshalb nicht mehr einzusetzen sei. Die Sachbearbeiterin lächelte nur freundlich und meinte, einen Fall wie mich hätten sie noch nie gehabt und deshalb wisse sie leider nicht, wie weiter vorzugehen wäre. Ich solle mir doch mal Gedanken über eine alternative Ausbildung machen. Das halte sie für das Beste. Nach diesem unerfreulichen Erlebnis kam ich total niedergeschlagen nach Hause. Lea versuchte mich wieder positiv zu stimmen und sagte mir, dass ich jetzt bloß nicht den Kopf in den Sand stecken dürfte und dass wir das zusammen schon schaffen würden. Deinen Optimismus möchte ich haben, erwiderte ich und schaute sie deprimiert an. Ach komm, Schatz, abwarten und Tee trinken, oder wie heißt das so schön? Ja, wahrscheinlich hast du recht, entgegnete ich und fügte dann grinsend hinzu. Aber kann es statt Tee vielleicht auch ein Bier sein? So gefällst du mir schon viel besser. Und tatsächlich ergab sich schon bald die Chance für einen beruflichen Neuanfang. Denn einige Tage später rief mich meine Mutter an und erzählte mir, dass sie in der Zeitung eine Anzeige gefunden hätte, in der eine Umschulung zum Bürokaufmann angeboten würde. Sie fragte, ob das nicht etwas für mich wäre. Ich sollte doch einfach mal da anrufen und nachfragen. Sie gab mir die Kontaktdaten durch und ich versprach ihr, mich sofort zu melden, wenn ich genaueres wusste. Gleich am nächsten Tag rief ich die Nummer an, erkundigte mich und schon 2 Wochen später war alles geklärt. Ich konnte zum nächstmöglichen Termin anfangen. Als ich an diesem Tag nach Hause kam, wartete Lea bereits voller Spannung auf mich. Und? Was haben Sie gesagt? Naja, also, Sie meinten, ließ ich sie zappeln. Ach Mann, nun lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Hat es geklappt? Ja, hat es. Sie fiel mir um den Hals. Siehst du, ich hab dir doch die ganze Zeit gesagt, du schaffst das. Nun rief ich noch schnell meine Eltern an, um auch ihnen die tolle Nachricht mitzuteilen. Es sah also tatsächlich danach aus, als würde sich doch noch alles zum Guten wenden. Ich könnte endlich wieder ein ganz normales Leben führen. Doch ein paar Wochen später wurde mir klar, dass es doch nicht so einfach war. Es war Abend. Ich war gerade auf dem Weg von der Arbeit nach Hause, als 2 Kerle mich überfielen und brutal zusammenschlugen. Ich ging gerade durch eine Unterführung. Plötzlich von hinten, sie prügelten sofort auf mich ein. Es ging alles so schnell, ich konnte mich kaum rühren. Schönen Gruß von Rico, rief mir der eine zu. Und der andere meinte nur, er hat die Sache von damals nicht vergessen und würde sich demnächst gerne mal persönlich mit dir unterhalten.
Und kein Wort zu den Bullen, ergänzte der Erste noch, bevor sie endlich von mir abließen. Sonst war das hier nur ein Vorgeschmack. Und damit verschwanden sie in der Dunkelheit. Mit letzter Kraft schleppte ich mich nach Hause. Lea bekam einen ganz schönen Schrecken, als sie die Tür öffnete und ich, völlig blutverschmiert und am ganzen Körper zitternd, vor ihr stand. Oh Gott, Schatz, was ist denn mit dir passiert? Angst und Panik standen ihr ins Gesicht geschrieben. Nachdem sie mich ins Krankenhaus gefahren hatte, wo sich herausstellte, dass meine Verletzungen weit schlimmer aussahen, als sie es tatsächlich waren und ich nicht dort bleiben musste, erzählte ich ihr die ganze Geschichte. Du musst nochmal die Polizei verständigen, Tom. Lea sah mich flehend an. Wer weiß, was sie dir sonst noch antun. Genau deshalb, weil ich das nicht herausfinden möchte, werde ich tun, was sie wollen und die Polizei aus der Sache heraushalten. Ich versuchte, möglichst ruhig und sachlich zu klingen. Tom, bitte. Das ist viel zu gefährlich. Wenn du es nicht tust, dann tue ich es. Entschlossen schritt sie in Richtung Telefon. Nein! Stell dir mal vor, die finden das raus. Was meinst du, was dann passiert? Außerdem möchte ich nicht, dass du auch noch in die Sache mit hineingezogen wirst und dir womöglich was passiert. Aber wenn Rico sich bei mir meldet, werde ich ihm sagen, dass ich wegen der Amnesie nichts mehr weiß. Und er wird sich schwarz ärgern, weil er daran schuld ist, dass ich mich nicht erinnern kann. Na gut. Vielleicht hast du recht und es ist wirklich besser so. Ganz bestimmt sogar. Hätte ich gewusst, was ein paar Tage später passieren würde, wäre ich froh gewesen, hätte ich auf Lea gehört. Es war ein Freitagnachmittag, kurz vor Feierabend, als plötzlich mein Handy klingelte und ich einen Anruf von Lea bekam. Sie war völlig aufgelöst. Ihre Stimme klang panisch. Tom, du musst bitte sofort nach Hause kommen. Es ist etwas Schreckliches. An dieser Stelle brach sie ab und eine Männerstimme meldete sich. Wenn du deine Süße wiedersehen willst, solltest du lieber tun, was sie sagt. Damit brach die Verbindung ab. Ich machte mich sofort auf den Weg nach Hause. Als ich dort ankam und die Tür aufschloss, stellte sich mir jemand mit gezogener Waffe in den Weg. Ah, da ist ja unser Ehrengast, begrüßte er mich und grinste. Rico wird sich freuen, dich wiederzusehen. Er drängte mich ins Wohnzimmer, wo Lea gefesselt und geknebelt auf dem Sofa saß. Ihr stand die nackte Angst ins Gesicht geschrieben. Neben ihr stand ein Mann, der mir irgendwie bekannt vorkam. Ich konnte nur ahnen, um wen es sich handelte. Hallo, Tom. Schön, dich nach so langer Zeit wiederzusehen. Was willst du von mir? Als ob du das nicht wüsstest. Du hast mir mein Leben versaut und mich um meine Kohle betrogen. Dafür wirst du büßen. Dein Leben versaut hast du dir selbst. Es hat dich niemand gezwungen, dieses Dreckszeug zu verticken. Und wo deine Kohle ist, weiß ich nicht. Plötzlich kam der andere Kerl wieder ins Zimmer. Chef, die Bullen sind im Anmarsch. Wir sollten verschwinden. Nicht nur ein Verräterschwein, sondern auch noch feige. Aber das hast du nicht umsonst getan. Mit diesen Worten schnappte er sich Lea, hielt ihr ein Messer an die Kehle und zwang sie, mit ihm zu kommen. Dann rannte er mit ihr durch den Garten, seinem Komplizen hinterher in Richtung Straße. Für einen Augenblick blieb ich starr vor Schreck in der Wohnung stehen. Dann rannte ich nach draußen. Auf der Straße sah ich Rico, der Lea immer noch fest im Griff hatte. Lass sie gehen! Sie hat mit der ganzen Sache nichts zu tun. Das geht nur dich und mich was an. Rico blieb stehen und blickte mich höhnisch an. Ja, jetzt wohl nicht mehr. Du bist selbst schuld. Hättest du gleich gesagt, wo das Geld ist, wäre das alles hier nicht nötig gewesen. Wie oft noch? Ich weiß nicht, wo das verdammte Geld ist. Ich hab Amnesie. Ach komm, tu doch nicht so. Du weißt genau, wo die Kohle ist. Und an deiner Stelle würde ich jetzt mal ganz schnell damit rausrücken. Oder ich muss deiner Süßen leider ein bisschen wehtun.
Ich wollte gerade etwas erwidern, als wie aus dem Nichts mehrere Polizisten auf uns zustürmten. Ein Schuss fiel. Rico ließ Lea los und hielt sich mit schmerzverzerrtem Gesicht die linke Schulter. Er war getroffen. Einer der Beamten brachte Lea schnell in Sicherheit. Dann passierte alles auf einmal. Noch bevor die Polizisten Rico überwältigen und festnehmen konnten, zogen er und sein Komplize ihre Waffen und begannen auf die Polizisten zu feuern. Es folgte eine Schießerei. Plötzlich kam ein Auto angefahren. Rico und der andere Kerl stiegen ein, der Fahrer wendete und gab Gas. Die Polizisten rannten zu ihren Einsatzwagen und rasten hinterher. Ich ging zu Lea, befreite sie von den Fesseln und nahm sie in den Arm. »Ich hatte solche Angst, Tom«, sagte sie und begann zu weinen. Am nächsten Tag erfuhren wir, dass Rico und der andere Kerl entkommen waren. Als Lea das hörte, blickte sie mich entschlossen an und meinte, »Du rufst jetzt sofort diesen Kommissar an. Nach der Sache gestern musste er uns einfach unter Polizeischutz stellen.« Weil auch mir der Schreck noch in den Gliedern saß, ließ ich mich nicht lange bitten. Als ich dem Beamten alles geschildert hatte, wurde er sehr nachdenklich. »Also, Herr Steiner, Polizeischutz kommt für Sie leider nicht in Frage.« »Ja, aber...« »Wir können nicht Ihr ganzes Leben lang einen Streifenwagen vor Ihre Tür stellen. Das würden Sie nicht wollen. Und davon abgesehen ist das auch rein technisch weder machbar noch bezahlbar. Nein, die einzige Möglichkeit, die wir haben, um Sie so gut wie möglich schützen zu können, ist, Sie ins Zeugenschutzprogramm zu übernehmen.« »Was würde das konkret bedeuten?« »Das bedeutet, Sie geben Ihr jetziges Leben komplett auf, bekommen eine neue Identität und fangen irgendwo anders ein neues Leben an.« Und meine Freundin?« »Für die gilt das Gleiche. Wenn Sie sich allerdings dazu entschließen, müssen Sie sich darüber im Klaren sein, dass Sie sich erst einmal ein paar Monate nicht sehen werden.« »Warum das?« »Weil es zu auffällig ist, wenn Sie beide auf einmal komplett von der Bildfläche verschwinden. Wir werden erst Sie und dann einige Zeit später Ihre Freundin ins Programm aufnehmen. Sie können es sicher noch überlegen, ob Sie zustimmen oder nicht. Ich weiß, das ist ein großer Schritt, aber anders können wir Sie vor diesen Kerlen nicht schützen.« »Also gut. Wir werden Ihnen Bescheid geben.« Nachdem ich aufgelegt hatte, kehrte ich zu Lea zurück und erzählte ihr, was der Kommissar mir angeboten hatte. »Das heißt, wir würden dann irgendwo anders noch einmal komplett neu anfangen? Als zwei völlig andere Menschen?« fragte sie, nachdem ich alles erklärt hatte. »Sieht ganz so aus. Irgendwie macht mir die Vorstellung Angst, plötzlich nicht mehr ich zu sein.« »Schatz, du musst das nicht tun. Was für eine Wahl habe ich denn? Die Konsequenz wäre ja, dass ich dich nie wiedersehe und das könnte ich nicht ertragen.« »Also, machen wir es?« »Ja.« »Gut, dann rufe ich jetzt den Kommissar an und teile ihm unsere Entscheidung mit.« »Nun ist es aber nicht gerade einfach, so mir nichts, dir nichts zu verschwinden, ohne dass jemand etwas davon mitbekommt. Man kann ja nicht allen erzählen, dass man verschwindet, sonst könnte man sich die ganze Prozedur auch sparen. Es musste also eine Lösung gefunden werden, durch die ich von der Bildfläche verschwinden konnte, ohne dass Fragen aufgeworfen würden. Als ich mit dem Kommissar darüber sprach, meinte er, »Am einfachsten wäre es, wenn Sie bei einem Unfall tödlich verunglücken oder etwas Ähnliches.« »Sie meinen, ich soll meinen eigenen Tod vortäuschen?« Ich blickte ihn fassungslos an. »Ja, genau. Das ist eindeutig und niemand kommt auf die Idee, Nachforschungen anzustellen oder nach ihnen zu suchen.« Nachdem ich kurz darüber nachgedacht hatte, stimmte ich zu. »In Ordnung. Eine andere Möglichkeit gibt es wohl nicht.« »Gut, dann werde ich alles weitere in die Wege leiten.« So kam es, dass ich 2 Wochen später bei einem Badeunfall vermeintlich ertrank. Meine Familie hatte ich vorher eingeweiht, damit sie sich keine Sorgen machte. Nun war ich also offiziell tot und niemand würde irgendwelche Fragen stellen. Lea mimte unterdessen die Trauernde und kümmerte sich um alle Angelegenheiten, die noch geregelt werden mussten.
Wenn jemand sie fragte, was sie jetzt tun wollte, sagte sie, dass sie aus der Stadt wegziehen wolle, um irgendwo anders neu anzufangen, da sie hier zu viel an mich und unsere gemeinsame Zeit erinnern würde. Wir hatten mit der Polizei abgesprochen, dass sie mir 3 Monate, nachdem ich ins Zeugenschutzprogramm eingetreten war, folgen sollte. All das ist nun über 1 Jahr her. Wir haben uns langsam, aber sicher ein neues Leben aufgebaut. Rico ist immer noch auf freiem Fuß. Von ihm haben wir seitdem nichts mehr gehört oder gesehen und hoffen, dass das auch so bleibt, damit wir die Vergangenheit endgültig hinter uns lassen und unbeschwert in die Zukunft schauen können. Sie hörten Amnesie oder Mein Weg zurück ins Leben. Idee, Skript und Umsetzung Andrea Schlur. Lektorat und Lesung Maximilian Weigel. Intro und Credits Rebecca Kirschenmann. Jingle David Nathan. Produktion, Schnitt und Regie Philipp Gorges. Musik Bernhard Schlags, Michael Donner, Nature Shock Music und Philipp Gorges. Cover Design Philipp Gorges. Eine Produktion von Soundtales Productions aus dem Jahr 2012.